Hallo und herzlich willkommen zu NewCon 2021. Mein Name ist Isabel Uhle und ich begrüße Sie zu unserem zweiten Online-Seminar mit unserem Kunden Wacom. One Face to the Customer. Wacom verzahnt Website und Online-Shop für die optimale Customer Experience. Doch bevor ich das Mikro digital an meinen Kollegen und an unseren Kunden Michael übergebe, möchte ich gerne einen kurzen Einblick in unser Tool geben, denn wir wollen mit Ihnen gemeinsam in den Austausch gehen, sei es über den Chat, Sie stellen uns gerne Ihre Fragen oder über Umfragen, die wir noch parat haben oder gerne im Anschluss das Feedback. Und was hier noch so alles passiert, über den Matthias sehen Sie den Graphic Recording Bereich. Dieser Bereich wird sich im Laufe der nächsten 20 Minuten mit Leben füllen und das Gesagte in eine Bildwelt umwandeln, was wir Ihnen gerne im Nachgang zur Verfügung stellen möchten. Und unter mir sehen Sie den Chatbereich. Dort stellen Sie gerne Ihre Fragen an die Referenten oder an mich oder sei es auch technische Probleme. Wir helfen Ihnen da sehr gerne. Ich würde es gerne mit Ihnen einmal testen, ob das funktioniert, ob Sie mich auch überhaupt hören. Und meine Frage dahingehend wäre nämlich, der liebe Michael von Wacom, der sitzt in Überraschung in Florida und der ist noch richtig tief in der Nacht aktuell und extra für unsere Session heute sehr früh aufgestanden. Wahrscheinlich hat er schon den ersten Kaffee oder Tee drin. Sind Sie Team Kaffee oder Tee? Beantworten Sie mich doch gerne mal im Chat. Also ich war jetzt schon bei Runde 2. Oh, Tee, Kaffee, 50-50. Sehr gut. Also ich sehe, die Chat-Funktion funktioniert. Sehr schön. Kaffee, Tee. Ich glaube, es hält sich so ein bisschen die Waage. Und dann würde ich auch schon gerne die Spannung nicht weiter oben halten und gerne die Speaker der jetzigen Session vorstellen. Der Michael Kniebeler ist CMO der Wacom. Und mein Kollege Matthias Rüger ist Projektmanager bei der MMS. Und Sie werden uns heute darüber berichten, wie die Wacom es geschafft hat, ihren Online-Shop und die Website miteinander zu verzahnen, um so eine optimale Customer Experience für ihre Kunden zu schaffen. Und damit übergebe ich den Ball an Matthias. Danke, Isa. Ja, wir sind ja heute angetreten, der Michael in Florida und ich hier in Stuttgart sitzend und haben gesagt, hey Michael, wir müssen mal reden. Klingt jetzt ein bisschen wie ein altes Ehepaar. Ja, wir haben schon ein paar Tage Projektlaufzeit zusammen, aber wir sind auch kein altes Ehepaar. Wir wollen konkret über das Projekt selbst sprechen, über die Probleme und Herausforderungen, die das Projekt mit sich brachten, aber natürlich auch über die Erfolge, die wir da kreieren konnten. Konkret mal ein bisschen in die Themen eingestiegen. Wir wollen reden über Wacom und wie alles begann. Also wer oder was ist denn überhaupt Wacom und warum haben sie sich eigentlich für das Projekt entschieden? Dann über die Verzahnung von Shop und Website, also das, was wir eigentlich gemacht haben. Der Michael wird uns noch einen Einblick geben über die Herausforderung an das eigene Unternehmen, also auch an Wacom, welche sie dann während des Projektes und auch davor überspringen mussten. Und dann geht es nochmal um den richtigen Umsatzpartner, denn Wacom kann sehr vieles, aber ich glaube, Webseiten bauen gehört noch nicht dazu. Und da hat er uns auch ein paar Insights mitgebracht. So, springen wir gleich rein. Über Wacom, Michael, erzähl uns doch mal einen Schwung, was denn Wacom so eigentlich macht. Also, ich starte erstmal, ich bin übrigens Team Kaffee. Ja, Wacom ist ein Hightech-Unternehmen, produzierendes Gewerbe. Also wir machen wirklich noch Metall. Wir haben sehr, sehr viele Entwicklungen. 1992 gegründet, ist nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen mit über 400 Mitarbeitern und derzeit ca. 5000 Quadratmeter Fertigungsfläche und extrem viel auch Reinraumfläche. Ich glaube, wir sind momentan bei knapp 2000 Quadratmetern. Wie gesagt, produzierendes Gewerbe, ganz, ganz wichtig bei uns, aber eben auch der Anteil Forschung und Entwicklung, Grundlagenforschung, neue Produkte. Deswegen verwenden wir über 10% unserer Mitarbeiter ausschließlich in der firmeneigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und Wacom hat den Slogan, wir liefern Zukunft. Für die Zukunft brauchen wir natürlich auch ganz, ganz viele Kollegen, auch in den Jahren, die da kommen. Deswegen haben wir momentan bis 14 Ausbildungsberufe, in denen wir derzeit junge Kolleginnen und Kollegen auf die Zukunft vorbereiten. Ja,
Was du aber auch noch mitgebracht hast, ist, warum ihr euch eigentlich da entschlossen habt, das Projekt anzugehen. Also, was war denn die Beweggründe, warum ihr sagtet, ihr müsst jetzt den Online-Shop für euch neu durchdenken und neu aufbauen? Was waren die Treiber bei euch intern? Also im Prinzip muss man das so verstehen, Vacom als Hightech-Unternehmen liefert nicht nur Hightech, sondern hat sich auch intern der Tatsache verschrieben, dass wir versuchen, alle Prozesse im Unternehmen digital optimal abzubilden. Eins der Schlagworte, das man da immer wieder hört und das wir auch ganz hoch aufhängen, ist das Thema Industrie 4.0. Daten verfügbar machen, den Kunden an unseren Prozessen teilnehmen zu lassen. Und da ist eben letzter Instanz auch wichtig, wenn man mit dem Kunden redet, den Kunden an dem Prozess teilnehmen lassen will, dann ist die digitale Plattform, mit der wir nach außen treten, natürlich einer der Kernfaktoren. Und das hat unser alter Webshop einfach nicht hergegeben. Wir hatten eine Website mit einem zusätzlich eingegliederten Webshop. Die Sachen waren nicht miteinander verzahnt. Der Kunde ist immer zwischen der Produktwelt, der Informationswelt, und der Shopwelt hin und her gesprungen. Das war einfach nicht unser Anspruch an den Shop. Wir müssen mit dem Shop auch einen zweiten Teil, mit dem neuen Shop auch einen zweiten Teil ganz klar fokussieren und abbilden, und das ist die Internationalisierung. Vacom wächst sehr, sehr stark. Wir haben in den letzten Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 20, 30% pro Jahr hingelegt. Davon ist natürlich ein nicht unerheblicher Teil nicht nur, dass wir in unseren Kern- und Bestandsmärkten wachsen, sondern dass wir auch neue Märkte erschließen. Thema Internationalisierung. Ich schalte mich hier gerade von Florida zu. Warum? Nicht, weil es hier so wahnsinnig schön ist, was es unter anderem durchaus ist, aber weil hier die Niederlassung von Vacom USA vor 1,5 Jahren gegründet wurde. Und auch das musste der neue Shop einfach abbilden können. Da werden wir ja nachher auch noch technisch in ein paar Details reingehen, was hier wirklich die Kernanforderungen waren. Ja, super. Also ich finde, das sind auch jetzt mal ehrlich gesagt keine Unique-Sachen für euch als Vacom. Ich glaube, das betreffen ganz, ganz viele Branchen und ist auch ein Motor aktuell durch die Bank bei allen Kunden von uns. Aber lass uns mal konkret darauf eingehen, was wir gemacht haben. Wir haben ja gesagt, wir haben Shop und Webseite verzahnt. Du hast es ja schon ein bisschen angedeutet. Der Kunde möchte gerne eine Plattform haben. Aber was heißt es denn überhaupt? Wir haben das jetzt mal One-World-Ansatz genannt. Und wir sind ja damals angetreten, um die Zukunft, eine zukunftssichere E-Business-Plattform für Vacom zu machen, das Ganze digitalisieren und das alles unter einem Hut. Und was heißt das in der Nutshell? Naja, technisch gesehen ist das erstmal die Verzahnung eines Typo 3 CMS mit einem Magento Shop. Also die Verknüpfung von redaktionellen Inhalten mit kaufbaren Produkten, Content und Commerce, die beiden Schienen zu vereinen. Ich glaube, dazu müssen wir auch sagen, dass das Typo 3 bei euch ja schon gesetzt war. Das wurde ja schon eingesetzt. Das Typo 3 ist schon ein sehr tolles Tool. Also gerade so Workflow-Unterstützung, Mehrsprachigkeit, Mandantenfähigkeit, das bringt es schon mit. Wir mussten das aber dann halt clever mit dem Magento verheiraten, um einerseits auch Aufwände bei euch zu sparen, bei der Pflege und Co., aber wie du schon sagtest, dem Kunden eine One-Vacom-World zu bieten, eine One-World-Experience zu bieten. Also der Kunde, dem ist es eigentlich relativ egal, wie viel technologischer Aufwand dahinter ist. Der Kunde möchte gerne mit Vacom in Verbindung treten und möchte dadurch eine Plattform haben. Ergo haben wir gesagt, okay, wir müssen das ganze Ding gesamtheitlich durchdenken, ein gesamtheitliches Konzept machen und dann eine zentrale Information- und Bestellplattform für den Nutzer zu machen, die darüber hinaus auch die Fähigkeit hat, nutzergruppenspezifische Content auszuspielen und aufzubereiten und auszuspielen. Also aus einer Hand. Für den Kunden aus einer Hand, aber auch für Vacom aus einer Hand, also eine Homepage inklusive Lead-Generierung im Shop. Und übrigens mögen nicht nur wir klare Strukturen und ein gesamtheitliches Konzept, sondern auch Google. Und dieser One-World-Ansatz hilft ganz klar dabei, den Site-Index zu fördern und einen Vorteil daher zu ziehen. Last but not least habe ich hier nochmal mit aufgeführt, das ganze Thema Open-Source-Ansatz, also diese erweiterbare und flexible, freie Open-Source-Software, die dann kostengünstig eine E-Business-Plattform aufbauen lässt. Insbesondere Mittelständler mögen das ganz gerne, weil sie eine relative Unabhängigkeit von einem Softwarehersteller bietet, aber auch gleichzeitig auf technologisch sehr hohem Niveau mitspielen kann. Ich habe ja auch nochmal auf die Folie gepackt, Skalierbarkeit. Und ich weiß, Micha, das war damals auch ein großer Entscheidungsfaktor für euch oder es spielt eine sehr große Rolle. Du hast schon ein bisschen angedeutet, Internationalisierung, aber kannst du es vielleicht an der Stelle noch ein bisschen erläutern, was das genau heißt? Gerne sogar.
Fangen wir an, bleiben wir bei den Punkten. Internationalisierung ist für uns ein ganz, ganz großer Bestandteil und unser Gesamtproduktportfolio umfasst, glaube ich, momentan fast 15.000 Produkte. Die haben wir aber nicht alle auf der Website. Das sind teilweise auch kundenspezifische Spezialprodukte. Aber gerade wenn man in die Internationalisierung geht, dann hat man natürlich auch teilweise Regularien, Embargos etc. zu manchen Produkten. Gerade im Hightech-Bereich gibt es hier einige Sachen mit Dual Use und Co. Das heißt, wir müssen ganz klar unterscheiden können, welches Produkt bieten wir in welchem Markt global, international an. Und da geht es gar nicht nur darum, ob wir teilweise verschiedene Preisthematiken in den Märkten haben, sondern geht es auch um Technologien, die wir teilweise eben in einem definierten Markt gar nicht anbieten können oder wollen. Deswegen war für uns das allererste, was ganz wichtig ist, was Magento zur Verfügung gestellt hat, dass wir pro Land auf Basis von Geo-IDs unsere Shops auch anpassen können. Wir können definierte Produkte ausspielen, wir können definierte Produkte weglassen. Das Zweite, was Magento uns sehr einfach gemacht hat, und da muss man vielleicht gleich mal eben Thema auch Real-Time-Stock-Abfrage mit reinnehmen. Wir arbeiten hausintern mit SAP. Damit war es uns sehr, sehr wichtig, dass dieses gesamte digitale Konzept, mit dem wir direkt an den Kunden gehen, jetzt gehen wir wieder zurück, Industrie 4.0, SAP bildet unsere Geschäftsprozesse ab. An diesem Geschäftsprozess wollen wir unseren Kunden so nah wie möglich, so effizient wie möglich ranlassen. Und wir konnten eben Magento mit SAP verknüpfen. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, die im ERP-System bereits vorhandene Intelligenz und Daten wirklich eins zu eins in den Shop übertragen zu können und dann eben, wie gerade eben genannt, für die einzelnen Märkte personalisieren zu können. Das war für uns absolut kritischer Punkt. Ja, also das stellte dann auch eine gewisse Herausforderung dar, die wir lösen mussten, technischer Natur und Umsetzungsnatur. Wir haben aber auch, wie vorhin schon gesagt, so ein paar Herausforderungen mitgebracht, die das an euer Unternehmen gestellt hat. Und ich glaube, wir fragen einfach mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was bei denen denn die größte Herausforderung ist, wenn sie so ein Digitalisierungsprojekt umsetzen. Isa. Ja, Matthias, Sie sehen schon, es gibt diverse Herausforderungen, die wir uns überlegt haben oder die meisten Kunden, mit denen wir sprechen, eben betreffen. Hauptsächlich sind es, und so sind auch schon die Klickzahlen, fehlende Kapazitäten. So ein ganz klassisches Thema, mangelndes internes Bewusstsein der eigenen Mitarbeiter, auch starre Vertriebsprozesse oder wahrscheinlich grundsätzlich auch Prozesse. Ist immer wieder eine große Herausforderung. Und genau, jetzt geht es auch schon ein bisschen weiter mit fehlende oder veraltete Systemlandschaft. Der Klassiker schlechthin, aber zum größten Teil kommen die Antworten im Bereich mangelndes Bewusstsein und fehlende Kapazitäten. Hättet ihr euch das Ja, gedacht? es ist, Michael, ich gebe geb dir das gleich das Wort, aber ich weiß, dass gerade dieses mangelnde interne Bewusstsein und fehlende Kapazitäten jetzt nicht ganz neu für euch ist, oder? Ich lege mal die Folie Nein. auf. Nein, auf gar keinen Fall. Die Hauptherausforderungen auch bei uns waren, wir sprechen die ganze Zeit von digitalen Prozessen, aber letztendlich bilden wir digital ja nur eine Offline-Welt ab. Den Vertriebsprozess gab es schon immer. All diese ganzen Themen waren ja schon da. Avacom, wie gesagt, gegründet 1992, ist ein Unternehmen mit Historie, sind gewisse Abläufe natürlich entsprechend eingeschliffen und wir mussten die natürlich teilweise ganz, ganz stark anschauen, auch mit den Mitarbeitern zusammen. Was können wir in der Digitalisierung am Prozess verändern und verbessern, dass er eigentlich eurem Daily Business besser entspricht und dann auch in der Zukunft uns weiterhilft? Denn letztendlich, und das darf man nicht vergessen, so eine verzahnte Website, Webshop, das ist natürlich ein Vertriebstool. Also haben wir ganz eng mit unseren Vertriebskollegen zusammenarbeiten müssen. Dann kommst du auf einmal in den Bereich, wo du Stakeholder mit in so ein Projekt reinbringst, die natürlich im allerersten Hinblick erstmal sagen, ja, das ist ja ein Webshop, das ist eine Website, das gehört zum Marketing, das gehört zur IT. All diese ganzen Themen, die sind immer offensichtlich, dass du aber ganz, ganz viel aus der Offline-Welt mitnehmen musst, ob es die Logistik ist, ob es der Vertrieb ist. Diese ganzen Themen, da haben auch wir lernen müssen, wie schnell wir eigentlich den Kreis der Involvierten erweitern mussten. Ein zweiter großer Punkt,
der richtigerweise hier auf der Folie ist, ist das gesamte Thema Projektmanagement. Das liegt natürlich in IT und Marketing, aber da haben wir auch festgestellt, wir haben während der Umstellung oder während der Neuerschaffung dieses Shops haben wir so viele Prozesse beleuchtet, dass wir hier wirklich ein ganz klares agiles Projektmanagement übernehmen mussten und überhaupt nicht wirklich in Milestones mehr arbeiten konnten, denn wir haben immer wieder auf dem Weg neue Aufgaben gefunden, wo wir gesagt haben, die müssen wir jetzt gleich miterledigen, denn jetzt ist die Zeit, das anzupassen. Ja, also gerade dieses Projektmanagement ist mir natürlich als Projektleiter immer eine Herzenssache. Und du hast es Ja. gesagt, USA kam dann dazu. Wir hatten vorher das eher singulär auf den europäischen Markt bedacht. Und auf einmal hat USA natürlich eine viel größere Rolle bekommen. Das mussten wir einphasen da drinnen. Und das ist auch der Appell immer an alle, die jetzt ein ähnliches Projekt umsetzen. Ich mag Strukturierung und ich mag Planung und etwas in Luft zu hängen zu lassen, ist nicht richtig. Aber man sollte die Planung und gerade das Zeitmanagement ständig hinterfragen, prüfen und anpassen, damit man dann auch entsprechend das umsetzen kann. Nun, Micha, ich weiß, nur sitzen wir hier so ein bisschen als formal als Kunde und Dienstleister. Und wie schon gesagt, ich traue Wacom sehr viel zu. Ihr könnt sehr, sehr viel, aber eine E-Business-Plattform von null aufbauen oder neu zu strukturieren, nee. Das dann doch nicht. Und deswegen weiß ich auch, dass es dir ein Anliegen war, mal zu sagen, hey, welche Prämissen würde ich denn den Zuhörern mitgeben, wie die Wahl des richtigen Umsatzpartners sein müsste, weil ihr das ja auch selbst nicht stemmen konnte. Und da auch mal eine Folie mitgebracht mit ein paar Ideen von dir. Ja, also was wir festgestellt haben, was eine richtige Entscheidung war, ist mit einem Partner zu gehen. Oder fangen wir andersrum an. Natürlich hatten wir erstmal technisch einen relativ komplexen Anforderungskatalog, alleine schon durch diese Verzahnung von Webshop und SAP. Das ist natürlich schon allererste Hürde, die überwunden werden muss, dass das Projektteam und der Partner erstmal auch mit einer ERP-Business-Plattform wie SAP umgehen muss. Es gibt ganz viele Webshops, es gibt ganz viele Websites, die sind auf E-Commerce für kleinere Firmen ausgelegt. Da ist der Ansatz, an ein großes ERP angebunden zu werden, live und real-time, der ist da erstmal nicht vorhanden. Ein zweiter ganz großer Punkt, den ich jedem mitgeben möchte, ist, wählt einen Umsetzungspartner, der durchaus aus anderen Projekten Input mit reinbringen kann. Auch für eine Firma wie Wacom mit über 400 Leuten und auch einer Bestands-E-Commerce-Plattform. Uns war sofort klar, wir sind nicht die Profis. Wir wissen unter Umständen nicht, was ist der aktuelle Zahn der Zeit. Das ist auch ein Teil, den ein Partner mit reinbringen muss. Nicht nur die technische Expertise, sondern auch die Expertise. Wir haben es oft gesehen in UI-UX-Diskussionen. Das ist heute ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Wie gehen wir es an? Dafür schaut man dann auch über den Tellerrand, denn auch eine B2B-Plattform ist letztendlich, was UI-UX anbelangt, muss sie auch B2C-Anforderungen durchaus gerecht werden, denn der Kunde ist ein Mensch. Und der hat ja auch ein privates Leben. Der ist auch heute Plattformen wie Amazon und Co. gewöhnt. Da muss man sich einfach ein bisschen anpassen, um die User Experience so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das war für uns sofort klar, dass wir da einen Partner brauchen, der damit umgehen kann und der uns da aufgleisen kann. Denn das ist definitiv nicht unsere Kernkompetenz gewesen. Von hatten ja auch so geschrieben, das Digitalisieren von Geschäftsmodellen, Prozessen, aber auch von Mitarbeitern. Und wir sind dann auch mal gerne bei euch gewesen oder zumindest das virtuell. Corona hat es ja nicht zugelassen, das vor Ort zu machen, das Team aufschlauen. Es bringt uns natürlich auch als Dienstleister nicht so wahnsinnig viel, wenn da ein Abhängigkeitsverhältnis ist. Es bringt was, aber nicht im Sinne einer partnerschaftlichen Verhältnis. Und deswegen haben wir auch mal versucht, gerade wenn das Thema Typo 3, Magento und Co., das Team bei euch, und ich weiß, ihr habt da auch massiv aufgebaut, Wissen aufgebaut bei euch, damit ihr auch in der Lage seid, die Plattform selbst zu steuern und selbst zu pflegen, neue Inhalte. Du hast gesagt, Internationalisierung, da wollen wir auch gar nicht der Bottleneck sein. Und da geht es auch um euer Team zu befähigen und das natürlich in die Digitalisierung zu bringen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Genau. Ja, ich glaube, Klar, du hast sowas vorhin geht was als ganz Wichtiges vertrauensvoll gesehen. offen. Ja. Genau, du hast Mach was ruhig. ganz Wichtiges vorhin gesagt. Wir sitzen hier offiziell als Kunde und Dienstleister. Aber ich glaube, im Projekt sind wir einfach Partner geworden, das miteinander hinzukriegen. Alle hatten Spaß dran, jeder hat sein Bestes gebracht.
Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Projekt auf so eine Ebene kommt, weil dann entstehen nur diese, erst dann keimt und erst dann entstehen wirklich diese Top-Lösungen. Ja, naja, wir haben ja auch noch ein paar Jahre vor uns. Ja, wir haben ja erst Ja. jetzt, gehen wir in den Workbetrieb richtig rein und wollen das Ding ja noch weiterentwickeln. Das ist auch natürlich, eine Plattform ist nie zu Ende dann, wenn der erste initiale Go-Live kommt, sondern es geht natürlich auch weiter und es wird immer weiterentwickelt, immer am Zahn der Zeit bleiben. Das ist ja auch mal so ein Thema und deswegen auch Absolut. partnerschaftlich über eine langere Zeit. Okay, mit Blick auf die Zeit, ich Freue ich mich glaube, schon so viel drauf. können wir gar nicht Danke. mehr vorstellen, wenn wir noch ein paar Fragen zulassen wollen. Sehr gerne. Es Gerne. tut mir auch gerade sehr in der Seele weh, Matthias und Michael, euch zu unterbrechen. Ich fand es sehr toll, euch zuzuhören. Es hat mich sehr glücklich gemacht, um unser Thema nochmal aufzugreifen. Ich würde euch sehr gerne noch ein paar kurze Fragen stellen. Also vielleicht schafft ihr es kurz zu antworten. Ich würde nochmal, ihr hattet schon die Andeutung gemacht hinsichtlich Skillaufbau. Ich glaube, Michael, die Frage wäre an dich gerichtet. Wie erfolgt der Skillaufbau bei euch bei Wacom im Bereich? Also wir haben ja, wie Matthias genannt hat, zwei Haupttechnologien im Haus, nämlich Magento und Typo 3, die wir miteinander verschmolzen haben. Und wir haben uns letztendlich dazu entschieden, nicht statisch irgendwelche Schulungen zu machen, sondern wir sind in der Umsetzung, also während der Umsetzung mit der TM, mit der MMS, haben wir dann zusammen mit unseren Mitarbeitern die Umsetzungen am System als Workshop teilweise abgehalten, um wirklich am lebenden Objekt die Information, das Know-how zu transferieren, wie man das im nächsten Schritt dann auch bei uns contentseitig selber intern pflegen kann. Alles klar. Klingt definitiv nach einem guten Plan. ich würde noch ein paar Fragen mehr stellen, aber wir müssen leider weiter. Ich würde den Teilnehmern die Möglichkeit geben, weiterhin mit euch im Kontakt zu bleiben, sei es über die Plattform oder über die regulären Social Media Kanäle, wo ihr zu finden seid. Lassen Sie uns gerne nochmal Ihr Feedback da. Das würde uns sehr freuen im Bereich, wie relevant war der Vortrag oder die Inhalte für Sie? Wie groß ist Ihr Interesse? Wollen Sie selber jetzt so ein Projekt umsetzen? Sind Sie schon dabei? Und natürlich können Sie auch die gezeigten Folien und die Präsentation jetzt runterladen. Die stehen als Handout für Sie bereit. Und wenn Sie auch weiterhin glücklich sein wollen und vor allem ihre Kunden und Mitarbeiter glücklich machen wollen, dann kann ich Ihnen auf jeden Fall jetzt den Glücksworkshop von meinen Kollegen empfehlen. Den Link dazu schicken wir Ihnen nochmal in den Chat rein. Ansonsten kommen Sie auch ganz normal über die Plattform auf den gängigen Wegen dahin. Und in diesem Sinne würde ich mich nochmal bei euch beiden bedanken. Es war wirklich sehr, sehr schön, mit euch Gerne. zu sprechen. Gerne. Und Grüße gehen raus nach Florida. Schick ein bisschen Sonne zu uns, Michael. Mache ich. Gerne. Danke, Und starte gut Isabel. in den Tag. Sehr gern. Ich Bis danke dahin. euch. Ciao. Viel Danke. Spaß und auch einen schönen Tag. Bis Ciao. dahin. Ciao, ciao.